Was geht, liebe Mithiumans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Let's Plays. Ne? Kenshi Genesis, gib mir 1000 Tage Solo Let's Play. Ich habe wie immer immens viel Bock. Wir haben uns hier letztes Mal unseren Inquisitor abgeholt, der Heiligen Nation. Mit dem könnten wir super trainieren. Müssen nur noch schauen, dass wir das Ganze irgendwie ready für Training machen. Und zwar bräuchten wir dafür natürlich Eisenplatten, um einen Gefängniskäfig zu bauen. Wir haben aber keine Eisenplatten. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber passt schon. Na, wir haben hier unseren Inquisitor, der hat keine Waffen. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach mal runter und schlagen den zusammen. Allerdings ist Mononoke nicht sonderlich fit. Das heißt, ich würde behaupten, wir setzen hier kurz den Inquisitor ab, der komplett aus dem Leben spickt, wie es aussieht, aber zum Glück von der Decke aufgehalten wird. Schnappen uns Mononoke, packen die hier rein. Na, wie lange ist er bewusstlos? 61 Sekunden. Die knallen wir uns mit Whisperwind auch noch hin. Na, und sobald er bereit ist, werden wir es auch sein. Nicht im ganzen Maße, denn, ja. Aber da er Martial Arts reingeht, mache ich mir da eigentlich keinen Kopf. Können wir da direkt die erste Training Session mit ihm machen. Obwohl er hier wird mit aufstehen. Das ist ein bisschen scheiße. Nehmen wir ihm noch schnell seine Waffe ab. Ja, komm. Machen wir das schnell so. Beim Stehlen erwischt worden. Ja, mein Gott. Ist jetzt nicht wild. Früher oder später läuft es. Wir haben da minus 1. Ja, dann muss es eben später laufen als früher. Aber das wird schon, ha? Ich glaube, wenn ich ihn aufhebe, darf ich es einfach so plündern. Oder war das nicht immer so? Ja. Dann machen wir es halt so. Na, mir doch egal. Okay, hin damit dir. Nehmen wir unsere Stangenwaffe wieder mit. Knallen uns ins Bett und schauen mal, wie es ist hier, ne? So, jetzt ist der auch noch mal eine ganze Weile bewusstlos. Dann haben wir da noch die 24, beziehungsweise jetzt noch 20 Sekunden. Bin ich super gespannt. Ja, wir haben einige Kommentare erhalten in Bezug auf die tierischen Begleitungen. Also stand jetzt die tierische Begleitung. Und für die Zukunft eventuell tierische Begleitungen. Da sind gute Ideen dabei. Ich habe da auch wirklich Bock drauf. Ne? Versteht das nicht falsch? Das ist gar keine Frage. Das Ding ist nur, stand jetzt, würde ich behaupten. Und ich glaube, da sind wir alle d'accord, oder? Es macht schon Sinn, wenn wir jetzt erstmal nur Mononoke trainieren. Ja, würde ich schon behaupten, dass das definitiv Sinn macht, so. Ja. Weil das Training mit ihr sich bereits schwierig genug gestaltet. Schaut mal, der bekommt super wenig Damage. Ne? Bei ihm wären es höchstwahrscheinlich nur die Beine, die viel Schaden bekommen würden. Obwohl, stimmt gar nicht unbedingt, denn ich glaube, denn ihre Holy Nation Rüstung schützt sogar die Beine mit 80%, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Zumindest mit einer gewissen Prozentzahl, sagen wir mal so. Das könnte ein Hit auf die Beine gewesen sein. Ja, Tatsache. Easy, guck mal, der ist doch perfekt. Na, bei ihm können wir super trainieren. Da müsste eigentlich echt gut was gehen. Da geht ja gar nichts. Warum geht da nichts? Wird da Martial Arts gegen Dingens gerechnet? Da hat er natürlich nichts, gell? Müssten wir ihm vielleicht eine Scheißwaffe geben, statt gar keiner Waffe. Naja, wie dem auch sei. Jetzt packen wir erstmal wieder rein. Und okay, komm mal mit. Kannst du hier rein eigentlich? Ja, cool, das klappt. Okay. Ja, ist nicht immer bei allen Tieren ganz klar, würde ich mal behaupten. So, dann knallen wir uns auch nochmal hin. Mononoke steht ja ganz okay da, würde ich behaupten. So, wie ist es denn hier beim Inquisitor? Die beiden, ein Arm und ein Bein verschlechtert sich. Das ist eigentlich super. Wenn das Bein abploppen würde, dann könnten wir super geil mit ihm trainieren. Können wir aber so eigentlich auch. Ja, jetzt chillen wir erstmal ein bisschen. Schauen mal, was er dann macht. Ich denke mal, er wird sich verziehen, oder? Oder bleibt er liegen? Ist er so klug, erstmal liegen zu bleiben? Ist er nicht? Richtet Chaos an. Ja, könnt ihr gerne testen. Der will sich verziehen. Ja, Whisper, wie ist es? Knall den mal weg. Puh, na? Und wen haben wir hier? Bist du auch noch von der Holy? Ja, Anwärter der Heiligen Nation, weiß ich ja nicht. Ja. Mononoke, du regelst das, oder? Ja, ja, Mononoke regelt das easy. Klasse. Na? Ja, wir können jetzt mit dem Inquisitor gewissermaßen nicht sonderlich viel anfangen. Das ist ein bisschen schade. Na? Wir haben halt einfach nicht die Möglichkeit, ihn irgendwie wegzupacken. Lass mal hier gucken. Also, linkes Bein, rechtes Bein, 40%. Okay, ja.
Eigentlich schon auch eine mächtige Rüstung. Kann man gar nicht sagen. Ne? Die Level Hardcore wäre schon auch ziemlich fett. Ja. Das ist schon so. Ansonsten auch der Helm. Ja, für Rang Standard ist das schon gar nicht schlecht. Kann man echt nichts sagen hier. Naja, wie dem auch sei. Ich würde mal behaupten, ein wichtiger Kommentar, den ich noch bekommen habe. Wir können für Mononoke selbst einen Rucksack kaufen. Und zwar direkt bei unseren Tierhändlern nebenan. Ja, also das könnten wir nachher auf jeden Fall mal noch machen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Für Whisperwind will ich auf jeden Fall auch noch einen Rucksack haben. Na, auch das steht außer Frage. Da denke ich, wie gesagt, an so einen von den Surgeons. Da würde ich uns hart spüren. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir da einen ranbekommen. Ich denke, früher oder später werden uns wieder welche über den Weg laufen. Wird den gerade den abnehmen, bevor ich den jetzt irgendwie großartig irgendwo kaufe oder so. Finde jetzt nicht unbedingt, dass das nötig ist. Ja, komm, den Inquisitor prügeln wir jetzt schon noch einmal, oder? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Na, Whisper, schaut euch mal, wie cool man diese Stangenwaffen trägt. Es ist so sick. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder, ne? Da sieht ziemlich schlecht aus, nicht wahr? Okay, cool, haben wir das auch geregelt. Ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal. Da ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir bei ihm irgendwie krass leveln. Werden wir uns später eventuell noch nach Möglichkeiten umgucken, dass das Ganze noch schneller geht, beziehungsweise besser vonstatten gehen kann. Stand jetzt würde ich wirklich behaupten, ist für uns erstmal wichtig, diese Rucksackgeschichte, ja, dass wir einfach schön immer unser Inventory verwalten können. Das macht durchaus Sinn. Werde ich diese Episode, beziehungsweise diesen Aufnahmetag auf jeden Fall etwas genauer danach gucken, dass uns da eventuell hier und da die Möglichkeit geboten wird, beziehungsweise wir einfach die Augen offen halten nach diesen Guild Surgeons. Und im Zweifelsfall könnten wir natürlich auch in verschiedenen Shops gucken. Na, aber die Chance, dass sie diese Rüstung da haben, ist halt, diesen Rucksack da haben, ist halt eine Chance. Das heißt, ja, die Guild Surgeons haben den halt safe. Die haben den immer. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben auch genau den, den ich haben will. So, also. Und es ist jetzt ja nicht so, als wären die hier seltene Gäste. Oder so. Also ich würde behaupten, es vergeht fast keine Episode, in der wir nicht irgendwie auf Guild Surgeons treffen. Die scheinen ja ständig irgendwo unterwegs zu sein und da rumzufleuchen. Wir haben im Übrigen heute Tag 172. Naja, ist auf jeden Fall wild. Ich lebe, denn Orkan beschützt mich. Guck mal, jetzt können wir mal so ohne schwere Rüstung reingehen. Ich bin zu früh reingegangen. Aber wir gucken gleich mal. Ja, Whisperwind, stehen wir super da, gell? Definitiv. Ja, komm. Sollen die hier in unserer Wohnung chillen? Ist doch easy. Wohnung. Schon eher ein Haus hier. Richtige Hausbesitzer hier in Kenshi. I wish that would be the same in real life. Okay, so. Und dann gucken wir mal bei den angesiedelten Nomaden nochmal vorbei. Vielleicht haben wir ja direkt Glück. Das wäre echt super cool. Und wenn nicht, ist auch nicht wild. Na, dann schauen wir uns weiter um. Früher oder später werden wir Glück haben. Da bin ich an und für sich super guter Dinge. So ist es nicht. Wisst ihr, was ich mir jetzt gegönnt habe? Mir jetzt gedacht, come on. Scheiß auf alles. Ab Februar geht der Peabody Williams wieder irgendwo arbeiten. Mal schauen, wo. Das wird sich noch zeigen. Aber wird auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mir nur noch den Januar gönnen, zwecks Überleben. Für Januar habe ich meine Miete auch schon entgeltet und so. Deswegen ist alles tipptopp. Ich glaube, wenn das Video hier rauskommt, ist es schon fast Januar. Aber ne, wisst Bescheid, da läuft auf jeden Fall bei mir. Das heißt, ich habe noch eine Shitton Money übrig eigentlich. Muss man natürlich immer fairerweise dazu sagen, dass im Januar die ganzen Rechnungen reintrudeln. Hier, was weiß ich, Entsorgungsgebühr, Strom, bla bla bla, wissen wir ja alle Bescheid, wie das läuft. Da muss ich gucken, das wird auf jeden Fall viel, aber ich habe dann trotzdem Big Money, könnt ihr mir dann eventuell im Worst Case auch noch den Februar leisten, na? Falls das mit dem Job nicht auf Anhieb klappen sollte. Allerdings, wenn ich dann nach einem Minijob Ausschau halte, denke ich mal, dass das kein Problem ist. Ich muss allerdings sagen, es muss halt ein Minijob sein, bei dem ich jeden Monat notwendigerweise auf diese 520 Euro komme, denn ansonsten reicht das einfach nicht. Ja? Sonst muss ich wirklich nach irgendwas in Teilzeit gucken und das sind dann halt direkt sehr viel mehr Stunden. Ah, da wird meine Reputation auf YouTube und Twitch schon hart drunter leiden. Ich kann es euch ja nur so sagen, wie es ist. Na, was soll ich denn hier rumlabern irgendwie? Es ist halt, wie es ist. Da kann man leider nichts machen. Aber ich bin da guter Dinge, dass ich irgendwie einen Mittelweg finde, mit dem ich sehr zufrieden bin. Auch wenn ich echt alles daran hasse.
Es ist schon einfach so und nicht anders. Kann man leider nicht anders sagen. Ich hätte schon einfach Bock, hier genau so weiterzumachen. Das wäre schon super cool. Aber das ist einfach noch nicht möglich. Das ist auch super, das ist auch okay, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe das jetzt für mich getestet. Hier Dezember quasi durch. Heute Aufnahmetag ist 21. Dezember. Ich glaube, ich habe ungefähr Ende Oktober, so am 25. angefangen, gottlos reinzugehen. Den ganzen November habt ihr ja mitbekommen. Und jetzt hier über den Dezember auch nicht wirklich großartig verändert. Da wurde auch noch sehr krass reingegangen und Content created, als gäbe es keinen Morgen. An den meisten Tagen kamen irgendwie 2 bis 3 Episoden raus. Ihr habt es ja mitbekommen. Da ging schon was. Ja, so ist es nicht. Und ich würde behaupten, ich habe trotzdem Spaß daran. Ja, und das war ja einer der Hauptaspekte, weshalb ich diese Testphase generell initiiert habe. Und entsprechend kann ich sagen, ja. Also zumindest die 2-Monats-Erfahrung sagt, yes, ich bin dabei. Jetzt den Januar ziehe ich ja höchstwahrscheinlich auch noch durch. Wir haben ja auch sehr lieb gewissermaßen, da nochmal richtig hart durchzuziehen, weil ich auch einfach Bock drauf habe. Und es ist halt Januar, ja, da ist kalt und scheiße draußen. Im Sommer ist warm und scheiße draußen, also weiß ich nicht, da zocke ich schon gern, so ist es nicht. Also im Winter zocke ich immer noch lieber als im Sommer, das ist gar keine Frage. Im Sommer finde ich es immer besonders räudig, wenn es dann einfach so unerträglich heiß wird. Da habe ich jetzt schon wieder überhaupt keinen Bock drauf, muss ich euch ehrlich sagen, macht einfach keinen Spaß. Da hast hier immer deine Lichter, der PC heizt, alle technischen Geräte, die irgendwie arbeiten, heizen, wisst man Bescheid. Alles, was irgendwie leistet, wärmt auch irgendwo. Na, das ist einfach scheiße. Da graust mich jetzt schon wieder davon. Sommer, oh nee. Und dann haben die ja auch noch diese unangenehme, ich sag mal, Angewohnheit in den letzten Jahren, immer heißer zu werden. I don't like it. I don't like it, was soll ich sagen? Verkaufst du Tierbeutel? Lizard Bird Food Barrel. Alter, für die kleinen Lizard Birds. Caninen Bag. Canini Bag. Was ist das für ein Wort? Noch nie gehört. A bag designed to fit most canini animals. Ist das für Was soll das bedeuten? Ist das so Carnivorous? Irgendeine Abkürzung dafür? Es scheint für die Hunde zu sein, oder? Cage Pack, ja, for Cage Beast. Okay, das hier sind die Garus, das hier die Bullenrucksäcke, wissen wir Bescheid. Ja komm, nehmen wir den halt mal mit, oder? Und gucken mal, wie es ist. Sollen wir erstmal ein paar Sachen fallen lassen, damit wir uns das erlauben können, den mitzunehmen. Oder Mononoke, kannst du den kaufen? Kannst den nicht kaufen. Ne? Dann ist der wohl nicht für dich geeignet. Ha? Na, du kannst diesen Gegenstand nicht tragen. Du kannst generell die Gegenstände nicht tragen. Ist egal welchen. Ja, okay, dann ist das hier erstmal nicht dabei. Dann müssen wir da in nächster Zeit einfach mal vorbeischauen, ja, dass wir Glück haben. Jetzt hätte ich ja gesagt, ey, wir trainieren bei Beakfings, aber wir trainieren safe nicht bei Beakfings. War eine der beschissensten Ideen, die ich je in meinem Leben hatte. Ich würde behaupten, wir begeben uns Richtung Zentrum und Squin und gucken da, ob wir Glück haben mit Rucksäcken. Na, wenn nicht, ist nicht wild. Dann haben wir ein bisschen Athletik und Sneak rausgeholt im Idealfall. Und wenn es da einen gibt, dann ist doch super so. Na, ist doch genau das, was wir brauchen. Na, ich sehe schon, das ist das, was ich anstrebe. Das wird so cool, Alter, wenn Mononoke mithalten kann. Ich bin so hyped drauf, ich sag's euch. Ich bin so unglaublich hyped drauf. Na, vielleicht wird sie im Sneak nie wirklich mithalten können, aber irgendwann wird sie zumindest einfach so mithalten können. Ich glaube auch im Sneak wird sie irgendwann mithalten können. Ziemlich sicher sogar. Da bin ich guter Dinge. Das wird schon werden, da mache ich mir keinen Kopf. Ah, yes. Ja, das ist gerade so ein bisschen die Mission, gell? Neulich einen Kommentar bekommen von wegen AP, wenn das mit dem Minijob geldtechnisch nicht reicht, also beziehungsweise wenn es geldtechnisch nicht reicht, dann mach doch einfach noch Minijob im eigenen Fanshop. So, imagine ein Fanshop. Ich weiß ja noch nicht. Ich habe noch nicht wirklich das Gefühl, dass sich der Aufwand, den man reinstecken müsste, damit man einen gescheiten Merch-Shop hochzieht, lohnen würde.
Na, ich würde das natürlich irgendwo gerne machen, weil es witzig ist. Da kam auch auf Twitch hier und da schon die Anfrage, ob das denn irgendwann passieren wird. Aber ich denke mir, Stand jetzt, irgendwo muss das sich ja auch rechnen. Und irgendwo will ich auch keine Scheiße da drin haben. Na, also ich würde behaupten, genug Textilien, die produziert werden, werden unter zuwidersten Umständen produziert. Und da wissen wir auch alle Bescheid. Und ich habe keinen Bock, dass sich mein Name in die Produzentenliste einreiht. Wisst ihr, wie ich meine? Das muss echt nicht sein. Davon kann ich gerne absehen. Das heißt, wenn, dann würde ich da halt schon gerne was Gescheites produzieren. Das wäre dann wahrscheinlich wiederum pro Stück eher teurerer Natur. Also wenn ich da an irgendwelche Pullis denke ich, kommt man da unter 40, 50, 60 Euro nicht weg, wenn man so ein bisschen drauf achtet, wie und wo das produziert wird. Ja, und ich glaube, come on, also nicht mal ich würde mir so einen teuren Pulli kaufen. Weiß ich ja nicht. Und außerdem müsste ich mir motivtechnisch natürlich noch Dinge überlegen. Weiß nicht, ob mein Logo dann so cool wäre. Ich weiß eh, das ist mit Logo-Sachen ja auch immer so ein Ding, wisst ihr, wie ich meine? Was nimmst du als Druckmethode, damit das auch langlebig ist? Man will ja nicht, dass irgendwie zweimal Waschmaschine und dann irgendwie schon die Hälfte vom Logo abblättert oder so. In dem Sinne bin ich da gerade echt noch, na, weiß ich nicht. Plus, man bräuchte dann ja auch noch irgendwie eine Website oder irgendwie, ich sag mal, so Anbieter, die so Merch-Shops als Designvorlagen hergeben und das kostet dann wahrscheinlich auch wieder irgendwas oder muss man sich irgendwie drum kümmern so. Also Stand jetzt halte ich das für absolute Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich wüsste auch nicht großartig, was ich da jetzt irgendwie anbieten sollte oder so. Wenn ich irgendwann mal finanziell unabhängig bin und sogar noch was oben drüber bleibt, ne, und das seltene bzw. rare oder unwahrscheinliche Szenario eintrifft, dass ich einen eigenen Garten habe, dann bin ich mir jetzt schon absolut sicher, das ist gewissermaßen ein kleiner Lebenstraum, auf den ich hinarbeite, werde ich gottlosen YouTube-Garten-Content machen. Aber gestörten. Ich finde, es gibt super viel coolen Garten-Content, aber ich muss fairerweise zugestehen, die meisten Leute, die das machen, haben weder viel Ahnung von... Ja, die haben halt nicht sonderlich viel Ahnung von, wie schneide ich Videos und so, oder? Also, die sind informativ, die machen das gut, aber ich würde behaupten, man kann das kürzer, bündiger, informativer, witziger und auch irgendwo ansteckender gestalten. Na, häufig habe ich so das Gefühl, entweder die Leute brennen nicht richtig dafür oder es fällt ihnen schwer, das auf Kamera rüberzubringen, dass sie wirklich für diese Thematik brennen. Na, wenn ich euch was über meine Aloe Vera erzähle, glaubt mir, dann wisst ihr das A danach und ihr fändet es auch lustig und ihr werdet auch hyped, selbst eine Aloe Vera zu haben. Und wenn ich über meinen Shop dann kleine Aloe Vera Ableger verkaufen würde oder so, das fände ich zum Beispiel super cool. Wisst ihr, wie ich meine? So, weil dann habe ich halt auch einfach Trustworthiness, weil ich zum Beispiel sagen kann, hey, guck mal, ich habe genau diese Aloe Vera und die funktioniert bei mir super, ich weiß, wie man die handhaben kann. Ihr habt dann genau das gleiche Modell gewissermaßen, weil es vielleicht ein Ableger von meiner ist oder so. Das heißt, die Videos, die ich mache, matchen dann eure Erwartungen nicht nur ein bisschen, sondern perfekt. Na, weil es wirklich genau die gleiche Pflanze ist gewissermaßen. Also kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Na? Und sowas zum Beispiel fände ich super cool. Generell Garten-Content machen, hätte ich gestört, wirklich gestört viel Bock drauf. Aber wie gesagt, hier auf meinem sperrigen Balkon, ich sag mal, das ist A, als Set unpassend, B, zwecks Privacy wäre das absolut Arsch, na, und C ist, ja, wisst ihr, wie ich meine, es ist ein kleiner, schäbiger Balkon, also, na, da ist ja vielleicht ganz witzig, so, yeah, mein Balkon ist, na, ich hol da alles raus und so, aber, nee, spüre ich nicht. Bin ich early mit euch, spüre ich nicht. Würde ich gerade Stand jetzt auch einfach zeitlich nicht spüren. Na, ich hätte dann schon gerne irgendwie einen eigenen Raum, sage ich mal, wo ich Ableger ziehe und dann quasi, was weiß ich, eine Cam installiere, wisst ihr, wie ich meine, die so Timelapse-Aufnahmen macht und dann, ja, kommt irgendwann ein Video raus, in dem hier und dann ein Timelapse durchläuft, während ich irgendwas erkläre oder so, also sowas in der Art fände ich super geil. Na, ich finde, bei so Sachen, die wachsen oder sich verändern, sind Timelapse-Aufnahmen auch einfach immer ultra cool. Ich hätte die Kamera dafür, die, mit der ich hier früher aufgenommen habe, gewissermaßen. Ja, ich hätte die Knowledge dafür, würde ich behaupten. Also, das wäre schon eine coole Sache. Garten-Content, da spüre ich mich richtig hart. Ich habe auch schon einen Namen für den Channel, den droppe ich aber nicht. Den muss ich mir aber mal reservieren. Das sollte ich echt dringend mal machen. Den droppe ich natürlich nicht, denn ansonsten schnappt den mir irgendjemand weg. Der ist nämlich gottlos. So. Der ist einfach auf
Na? Der kommt auf Englisch Gott los, der kommt auf Deutsch Gott los, der. Du bist so eine Bitch. Du bist so eine Bitch. Komm, zeig. Gib mal her. Zeig mir mal dein Bitch-Glück. Ihr Ernst? Wie oft hast du gezogen? Das ist zweite Mal. Zweite Mal? Alter, yo. Ja, nimm. Ich freue mich wirklich für dich und ich mein's auch wirklich so. Na. Alter. Zieht die Kamisato Ayaka nach dem zweiten Mal. Schick mal im Enel eine Memo und erzähl ihm das. Der freut sich da. Der hat gestern viermal gezogen und einen feuchten Händedruck und einen Arschtritt bekommen. Ja, unter die Genshin-Leute unter euch, ihr wisst Bescheid, ne? Gestern war der Stream, in dem der Enel uns live gestreamt hat, wie er die ersten 40 Wishes reinbuttert. Kommenden Samstag, 23. wird der Stream sein, in dem ich mein Glück versuche. Und Maddie, die bis jetzt noch so gar nichts dazu gesagt hat, versucht es zweimal und kriegt sie. Zweimal. Das ist so frech. Das ist so frech. Das waren quasi zweimal hintereinander 6% Chance, dass sie das bekommt. Na? Und beim zweiten Mal dann diese 6% Chance zu aktivieren und dann noch das Glück zu haben, dass bei der Aktivierung dieser 6%igen Chance hast du dann nur eine 50%ige Chance, dass es auch wirklich dieser Charakter ist. Na? Unverschämtes Glück. Unverschämtes Glück. Was soll ich sagen? Ist jetzt nicht so, als wäre das das erste Mal so bei Maddie. Na? Frechheit. Was eine Frechheit, Mann. Oh, Alter, weißt du, wie ich meine? Nee, ich gönn's ihr. Oh, Mann. Das ist dasselbe wie in Mario Kart. Nee, freches Glück, ey. Naja, es ist, wie es ist, ha? Alter, ich sehe es schon. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe dafür jetzt wochenlang gegrindet. Maddie hat halt ihre Dailies abgeholt. So, ich habe dafür jetzt wochenlang gegrindet und ich wette mit euch, ich butter da alles rein und krieg nichts. Ich sehe es irgendwie schon kommen. Genauso wie letztes Mal eben, als ich dann aufgehört habe mit Genshin. Es geht um Genshin Impact im Übrigen. Bitte verzeiht. Ja, lasst wieder über was anderes reden. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte. Alter, was eine Frechheit ohne Witz. Zieht sie das einfach direkt. Oh Mann, ey. Wisst ihr, was ich hier gerade langsam so ein bisschen das Gefühl habe? Es wird ein bisschen knapp, oder? Obwohl, geht, kriegen wir hin. Ja, aber ist schon eine Hausnummer für sich hier mit Mononoke unterwegs zu sein, gell? Kann schon hier und da stressig sein. Ich meine, wenn wir sie jetzt fallen lassen und in Ohnmacht fallen, dann wird sie geschlachtet. Und zwar instant. Direkt. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal angemerkt in diesem Let's Play. Schlachten geht ziemlich schnell. Na, da steht, yo, die und die schlachten dein Tier für das Fleisch ab. Na? Und dann passiert das. Dann ist das einfach so. Also das steht da und, was weiß ich, paar Sekunden später ist dein Tier halt tot. So, ne? Ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie lange dauern. So wie bei lebendigem Leibe gefressen werden oder so. Nee. Das passiert ziemlich schnell. Also, das ist ein bisschen schwierig. Und Moment, hast du gerade ein rohes Fleisch gegessen? Ah, nee, das war schon Mononoke, gell. Mononoke, wie geht's dir denn? Ja, verwundet, aber verbessert sich trotz Verschlechterungsfall. Lieb ich, ja. Aber was seid ihr denn für Leute? Staubbanditen, Staubboss. Ja, hier jetzt, nehmt mal. Na? Gönnt euch mal, genau, paar Hits und so. Ja, perfekt. Weg mit euch. Oh, ja, der war wichtig. Der war sehr, sehr wichtig. Naja. Jetzt stehen schon wieder ein paar auf. Ich glaub's ja nicht. Eieiei, Leute. Eieiei. Wie sieht's aus? Ja, doch, das gewinnen wir auf jeden Fall. So ist es nicht, ne? Ja, wir leveln halt super. Ne? Das muss man ja schon immer noch dazu sehen. Also klar, ich wollte jetzt einfach nur schnell rüber zum Hub oder nach Squin. Und von wegen schnell war da jetzt nicht viel, ne? Aber na, dafür haben wir halt super Skills mitgenommen und so. Und Maddie hat sich eine Kamisato Ayaka mitgenommen. Beim zweiten Pull! Alter! Frechheit, einfach eine Frechheit.
Oh Mann. Ich gönn's dir schon. Ist schon wirklich so. Ich gönn's dir wirklich, ne? Es ist nur so. Wir ziehen da gerade für DPS. Also Enel und mir ging's darum, endlich mal jemanden zu haben, der Schaden macht. Maddie hat den besten DPS, den es im Game gibt. Ja, und jetzt quasi noch den zweit-, dritt-, viertbesten noch dazu. Mit einem Element, das super geil ist und so. Ja, du kann man machen, oder? Hat auch mehr gezockt als wir, muss man fairerweise dazu sagen. Obwohl sie jetzt für dieses Event definitiv am wenigsten gegrindet hat. Und stand jetzt am meisten erhalten hat. It's a mad world. Ah. Naja, wie gesagt, passt schon. Ist schon mega geil, Alter. Kamisadora-RK, ich glaub's ja nicht. Einfach Nebelreiher, Junge. Oh, Mann, ich brauch sie auch. Ich sag's euch doch, wie es ist. Ich brauch sie doch einfach auch, wenn... Alter, wenn ich da wieder dieses Mal kein Glück hab, wird mein Leben so beschissen. Da wird mein Leben so beschissen. King John wird gar nicht erfreut sein. Er wird gar nicht erfreut sein. Ich werde mit euch da deabonniert und quittiert seinen Dienst als Mod. Es wird alles kommen. Es wird ein hartes Leben. Ich muss einfach Glück haben. Ich muss ans Herz der Karten auch glauben. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ganz wichtig. Herz der Karten, steh mir bei. Na, wie Yugi und Yami Yugi immer gesagt haben, solange Herz der Karten und wir ab und zu Effekte, die es so beim Kartenspiel gar nicht gibt, frei erfinden, so dass wir das Match noch drehen können, ist alles easy. Na, dann ist alles gar kein Problem. Gar kein Problem. Dahin muss ich einfach aimen. Ich muss auch einfach guter Dinge bleiben. Ne? Maddie zieht die beim zweiten Versuch. Pff, Bro, ich zieh die beim ersten Versuch. Und beim zweiten Versuch direkt nochmal. Ist ja gar keine Frage. Und beim dritten, ne? Direkt nochmal. Ich nehme die mit. Ich nehme die dankend an. Ich nehme die in meine Riege auf. In meine Gang. In meine Schnabelding-Gang. In meine Gilde. In meinen Fundus. Alter, das wäre so fett. Ich glaube, ich habe für weniges in letzter Zeit so viel gegrindet. Und der Grind geht ja direkt weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Ich nehme heute hier die Kenshi-Episoden auf. Dann esse ich was. Mach Yoga. Ja, und dann streame ich Genshin Impact. Und grinde weiter. Nur um diese Dame zu bekommen. Man muss an der Stelle auch mal dazu sagen, wie gesagt, ich brauche noch einen DPS in meinem Team. Aber es ist irgendwo auch so, selbst wenn diese Figur scheiße wäre, sie hat ein Katana, Eiselement und hat die japanische Synchrostimme von, beziehungsweise ist egal von wem, einfach eine der japanischen Synchrostimmen, die ich mit die schönste Stimme in Existence finde. Na, also egal ob japanisch, deutsch, englisch, was weiß ich, die ist einfach wunderschön, die Stimme. Ja. Ich würde die selbst dann ziehen wollen, wenn die gar nicht mal gut wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein rein ästhetisches Weep-Simp-Ding, sag ich mal. Ist mir egal, was die kann. Ich brauche die einfach. Das ist, wenn es eine Whisperwind in dem Spiel gäbe, dann ist sie das. Sie oder Shogun Raiden, eine von beiden, aber eher noch Kamisato Ayaka. Wie der Name ja auch irgendwo schon sagt, oder? Mit einem Katana, ihr habt doch keine Ahnung. Wie sick das eigentlich alles ist. Achso, das ist der Schönheitschirurg. Nee, alles gut. Ich wollte zum Händler. Wo ist der? Bist du? Ja. Guck mal hier, ne? Etage 2 Arimasen. Was hast du da? Ninja-Lumpen? Leather Knapsack. Ja, alles egal. Alles egal. Okay, dann geht's direkt weiter Richtung Squin. Ah, Mononoke Hime, oder sollen wir uns hier noch schnell ausruhen? Ich meine, wir wohnen hier ja gewissermaßen. Können wir ja machen, oder? Ja, kommt. Warum nicht? Ist doch eine gute Idee eigentlich. Knallen wir hier ins Bett bringen und knallen uns dann selbst ins Bett und dann passt die Geschichte, oder? Nutzungskosten, müssen wir nichts bezahlen, genau. Alles gut und so. Cool. Dann rein da mit dir und rein da mit dir. So, und jetzt chillen wir hier, ne? Das ist jetzt unsere Mission. Bisschen healen. Ja, guck mal, geht ja auch flutschzuck so. Das ist gar kein Problem. Oh, sie hat schon die ersten Punkte bekommen. Guck mal.
Na, statt hier 125, hier 125 und auf dem Rest quasi 100, hat sie jetzt 126, 101 und Blut 201. Ne? Jeweils ein Punkt dazugekommen bei allen Verben. Das ist doch geil. So geht's los. Na? So geht's los. Ja, ja. Das passt, oder? Ich würde sagen, das läuft so. Haben wir noch auf Bauch 95. Easy. Mhm. Und ab geht's. Oh, wow, Leute. Ich muss euch ehrlich sagen, wisst ihr, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es danach wirklich schaffe, meinen Schnabel in Bezug auf Genshin Impact zu halten, ja. Aber man blickt solchen Ziehungen bei einem Charakter, den man wirklich haben will, natürlich irgendwo immer mit Freude entgegen. Aber wie gesagt, das letzte Mal, als es Kamisato Ayaka gab, als ich noch gespielt habe, vor circa anderthalb, zwei Jahren, habe ich sie nicht bekommen. In ich weiß nicht wie vielen Rolls. Also auf jeden Fall waren es keine 18, also 180 Wishes. Ja, sonst hätte ich sie safe bekommen, aber irgendwas in die Richtung. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr viel und ich hatte halt kein Glück. Na, und wenn man das schon mal erlebt hat, dann ist halt auch immer so die Sache, wisst ihr, es könnte jetzt halt auch sein, yo, eine Woche durchgegrindet, alles, was ich habe, da reinbuttern und du erhältst halt am Ende irgendwie nichts, was sich lohnt. So, das kann natürlich auch passieren. Deswegen, man blickt dem immer gewissermaßen mit gemischten Gefühlen entgegen, finde ich. Das Ziehen an und für sich macht irgendwo Spaß, na, aber es macht auch nur so lange Spaß, solange es belohnt wird. Oh Mann, it's the curse of Gacha Games, ha? Huh? Was soll man da sagen? Na, ich werde auf jeden Fall dann am Ball bleiben, zumindest mit Dailies und so, bis sie das nächste Mal kommt. Das ist gar keine Frage. Würde ich so oder so machen, ob ich sie bekomme oder nicht. Na, denn theoretisch bräuchte man die Figur 6 bis 7 Mal, damit man sie quasi auf die höchste Stufe ziehen kann. Also, na, wenn man sie einmal kriegt, dann hat man sie, das ist super cool, aber damit man sie weiter bauen kann, bräuchte man sie quasi noch sehr viel öfters. Das ist schon echt eine Schweinerei, gell, diese Systeme. Ich liebe sie, was durchschaut, aber trotzdem am Haken hängt. Zumindest ist es bei mir so. Man muss auch fairerweise zugestehen, sowohl Enel als auch Maddie und ich sind quasi non-monetär drin. Ich glaube, wir alle haben den Mondsegen. Der kostet einen 5er im Monat und lohnt sich echt extrem dafür. Ja, und alles andere ist mir da auch egal. Und bei dem 5er muss ich auch sagen, für die Spielzeit ist das fair. Plus irgendwo, muss ich sagen, will ich miHoYo da auch ein bisschen unterstützen, weil es an und für sich schon ein ziemlich geiles Game ist dafür, dass es Free-to-Play theoretisch wäre. Ja, also, da kann man gar nichts sagen. Da kann man gar nichts sagen. Okay, coole Hausnummer. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, der hat hier gerade zu, oder? Ja, wir haben es 2:30 nachts. Wird wohl kaum offen haben. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen chillen. Oder natürlich schauen, ob hier irgendwo Guild Surgeons unterwegs sind. Das Gefühl, seit ich die suche wegen dem Rucksack, nie wieder irgendwo ein Guild Surgeon gewesen, oder? Nie wieder. Wir könnten auch in der Stadt ein bisschen auf und ab rennen und Sneak und Athletik hochziehen. Könnten wir auch machen. Ja, kommt, ich glaube, das ist jetzt die bessere Idee fast. Wir können hier oben drauf, dann sehen wir ziemlich viel und hoffentlich auch die Guild Surgeons. Na, ich müsste halt so hier gucken, damit wir gewissermaßen immer von da, ah, dann zieht's die Cam mit, goddammit, nach da können. Ja, so sehe ich auf jeden Fall nicht sonderlich viel Guild Surgeon Action, aber das passt schon. So sehen wir auf jeden Fall die Sneak Entwicklungs Action, oder? Ja, langsam aber stetig, ja? Langsam aber stetig. Die gute alte Mononoke Hime. Alter, sie ist auch so gestört cool. Ich glaube, ich muss den Film bald mal wieder anschauen. Ich glaube, ich habe ihn dieses Jahr erst 2 Mal gesehen. Oh Mann, ey. Ist schon wirklich, gell, von allen Filmen, die ich kenne, egal ob Animation oder Realverfilmung, auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Ich würde wirklich behaupten, ich glaube, es ist mein Lieblingsfilm. Ich habe auch das Gefühl, er profitiert halt so ungemein vom Zeitgeist. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Aussage, die dieser Film hat, die Message, die war damals aktuell, als der Film rauskam.
Und die wird mit jedem Jahr, das verstreicht, eigentlich nur aktueller, beziehungsweise wichtiger oder, na, dringlicher, könnte man auch sagen. Na, dann ist der Film super schön, es gibt Action, es ist, ja, also, sorry, es gibt ja cool. Prinz Ashitaka, die Herrin Eboshi, Junge, ich lieb doch alles daran. Alter, ich feier doch alles daran. Auch wie schön relatable einfach beide Seiten sind und so. Ist einfach super geil gemacht. So ein guter Film. Also ich würde behaupten, es ist Studio Ghiblis Zenit gewesen. Meiner Meinung nach. Obwohl ich auch Riesenfan von Kikis kleiner Lieferservice bin. Chihiros Reise ins Zauberland ist auch super. Na, Schloss im Himmel oder das wandelnde Schloss. Beide absolute Banger auch. Ja, da sind schon einige Filme dabei, die super cool sind. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde behaupten, Mononoke ist auf jeden Fall für mich der absolute Favorit. Die Wolfsprinzessin, Alter. Yo. Zum Glück habe ich da ein Poster von dir hängen. Alter, du bist so cool. Ich kann es kaum glauben. Wie kann man denn so cool sein? Ich glaube, von allen Cozy-Films oder so Movies, die ich kenne, na, weiß nicht, ich glaube, viele Weihnachtsfilme guckt man ja, weil die so bequem sind. Oder man guckt die sich so an, die backen da irgendwas oder so. Oder so die Casual Love Story. Ich habe irgendwie einen bekackten Partner, eine bekackte Partnerin und ich leite eigentlich nur drunter. Dann lerne ich irgendjemanden kennen, der eine neue Seite an mir entdeckt oder mich eine neue Seite an mir entdecken lässt. Wir stehen aber kurz vor der Hochzeit mit dem eigentlichen Partner. Dann am Ende verlasse ich aber doch meinen eigentlichen Partner für die neue Partnerschaft und dann ist alles voll cool und alle sind froh. Na, ja, das ist so das casualste Plot in Existence, oder? Also, das Gefühl, viele Filme, die ich damals mit meiner Mom geschaut habe, laufen halt so ab. Und das immer. Na, war halt so. So, wir nehmen uns hier ein Rationspaket mit, das ist ganz klar. Vielleicht sogar zwei, komm, vielleicht sogar mehr. Ja, komm, wie viele stacken da? Drei, ja, dann nehmen wir drei mit, das passt. Okay, hat auch nicht so einen Rucksack. Ja, dann müssen wir weiter gucken. Die Suche geht weiter. Na? Und ich würde behaupten, Kikis kleiner Lieferservice ist einfach ein cozy Movie. Wisst ihr, wie ich meine? Die ist jung, die ist süß, die macht ihr Business und alle finden es super toll. Alles an dem Film ist süß. So, wirklich. Und einfach, ich finde, im Deutschen gibt es da nicht so ein cooles Wort dafür. Erfüllend klingt gleich immer so over the top. Na? Ich finde im Englischen wholesome perfekt. Ja, das ist einfach. Man guckt sich das an und denkt sich so, Alter, wie cool ist denn ihr Leben? Na, wie chillig ist es einfach, gerade irgendwie am Leben zu sein und dieses Kunstwerk einfach wahrnehmen und erleben zu dürfen. Und einfach zu checken, wie viel Liebe im Detail da steckt, na, wie herzwärmend das irgendwie ist, das anzuschauen und so. Ja, ist einfach cool, oder? Also ich muss echt sagen, der Film ist schon auch super, super cute. Da bin ich auch richtig dabei. Ist ja bei vielen Ghibli-Filmen auch so ein bisschen das Ding, wenn man mal quasi drüber nachdenkt, wie quasi Plots, die eigentlich nicht unbedingt was für Kinder sind, verkindlicht dargestellt werden, aber natürlich irgendwo schon noch das thematisieren, um was es in der nicht verkindlichten Version geht. Na? Also, wenn ich euch das am Beispiel Chihiro mal kurz aufmachen dürfte. Ich weiß nicht, Chihiros Reise ins Zauberland ist uralt, oder? Weiß nicht, ob da noch ein Spoiler-Alert angebracht ist, aber die Parallelen sind klar. Ich glaube, man kann das auch ohne zu spoilern einigermaßen klar sagen. Das spoilert nicht sonderlich viel. Bis, na, wenn, dann ist das ein Soft-Spoiler oder so. Ich glaube, das ist schon okay. Es ist letzten Endes so, die Eltern verschulden sich, die Tochter steht dafür gerade, an was erinnert uns das? Edo-Zeit, Eltern verschulden sich, wohin kommt die Tochter dann? Oh, ach dahin. Ja, wissen wir alle Bescheid, glaube ich, oder? Das wird so nicht dargestellt, ne? Es geht da um ein Badehaus. Aber wenn man mal so zwischen den Zeilen liest, dann ist die Sache eigentlich schon ziemlich klar, würde ich sagen. Das ist super gut, wie die das hinkriegen. Das finde ich ist einfach ist gewissermaßen eine Kunst, oder? Quasi ganz klar die Nuancen zu setzen, um was es da geht, aber das Ganze kinderfreundlich zu gestalten. Ich finde, Serie, die es auch immer, also Serie jetzt in dem Sinne kein Film, die das immer super hinbekommen hat, war auch SpongeBob.
Na, es war super dämlich und super witzig und meiner Meinung nach todesoriginell. Also ich wüsste keine Kinderserie, die mich jemals wieder so beeindruckt hat wie SpongeBob. Auch wenn das für Eltern hier und da der Horror war, weil es halt laut, schrill und ne, Power, Power, Power ist irgendwie so ein bisschen. Aber die Witze sind gut. Sie sind kinderfreundlich. Es ist nicht obszön oder so, ne? Auf gar keinen Fall. Aber sobald du etwas älter wirst, ne, merkst du, dass viele Anspielungen dabei sind, die sich super hart an ein älteres Klientel richten. Na, aber quasi so unter der Hand, so dass Kids das überhaupt nicht mitbekommen. Und es auch nicht irgendwie komische Bilder sind oder so, die dann verstörend sind. Und da gab es genug bei Kinderserien, da gab es mehr als genug bei Kinderserien, würde ich behaupten, die ganz wild waren. Und das nicht erst seit jüngster Zeit so, nee, es war auch schon bei unseren Kinderserien so. Ich meine, wie zum Beispiel wirklich jeder einzelne weiblich anmutende Charakter, den es gab, und der irgendwie so diese, wow, ich bin so ein bisschen Dark Fantasy, na, so ein bisschen Goth angehaucht. Alle, die es da gab. Teen Titans, na, war die heiß. Bei, was weiß ich, Kim Possible, Shigo, wissen wir Bescheid so. Na, also, wo meine Charakter? Whisper Wind, wo du? Wo ihr beide? Ich glaube, die sind beim Sneaken jetzt so hoch, dass die sogar vor mir sneaken, oder? So muss es sich anfühlen für die Leute in Skyrim oder in allen Games, wenn irgendjemand mit einem 100er Sneak ums Eck kommt. Ich habe nichts gesehen. Ja, well, da würde ich sagen, wir sind mit der Episode durch, oder? Und ich guck mal, was ich hier jetzt mache. Ich habe keinen Plan. Ich würde jetzt erstmal neu laden, denke ich mal. Abspeichern und neu laden. Und ansonsten ist das jetzt für mich ebenfalls bugneu. Okay, es geht nicht mal nur uns so. Gegner sehe ich auch nicht. Ja, das ist denkbar ungünstig. Okay, ja, ich guck mal, was ich da jetzt mache, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Hey. Ist schon scharf.